Scheiße, ist das krank. Wirklich krank. Du Scheiße. So eine verdammte Scheiße. Das... Scheiße. Wir hatten ein Totem, wo wir genau das gesehen haben. Verdammt. Was hatten wir jetzt vor? Bärenfalle öffnen und Finger amputieren. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das hat mich getappt. Okay, ich glaube, es bleibt keine Zeit mehr. Scheiße. Shit. Oh 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 shit. Fuck! Oh, bitte, 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 bitte. Eieieiei. Okay. Puh, zum Glück war da Verbandzeug. Gute Frage. Aber wir gucken jetzt erstmal nach unserer Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Wir gucken erstmal hier nach seinen Werten. Eigenschaften ehrlich. Die Ehrlichkeit ist total down. Mein lieber Schwan. Hilfsbereitschaft, ja, geht noch. Witzig. Och, er ist witzig, immer noch. Mehr als vorher. Tapfer, ganz klar. Er ist tapfer, das muss ich zugeben. Und romantisch passt auch noch. Neugierig ist er nicht mehr so doll. Ja, und die Beziehung zu Jess, natürlich. Aber wir wollten gucken, unsere hier, Schmetterlings, da. Machen wir zwei neue. Wer soll sterben? Aber da gibt es noch keine Konsequenz. Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Ja, das haben wir gemacht. Und die Konsequenz ist eigentlich, dass Josh tot ist. Aber okay. Zu welchem Preis? Mike hat sich die Finger abgehackt. Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Könnte das bedeuten, wenn wir weiterhin versucht hätten, die Falle zu öffnen mit der Machete, dass die Machete dabei kaputt gegangen wäre? Wahrscheinlich. Vielleicht war das eine gute Entscheidung. Und wir schauen mal, dass wir hier weiterkommen. Gucken uns um. Ich glaube, aus dieser Richtung sind wir gekommen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay, dann müssen wir hier weiter. Das wird ja hier immer besser. Ein seltsamer Schädel. Ein entstellter menschlicher Kopf, eingelegt in Formaldehyd. Ja, schön konserviert. So, was haben wir hier? Da blinkt es erstmal. Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte? Okay. Die wird sich wohl hier finden lassen und das
Sieht mir aus wie eine Leichenhalle. Medizinisches Notfalletikett. Name Nicholas Bone. Etikettdatum 24. Februar 52. Beschreibung: Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Nicholas Bone, das ist doch einer von den Ärzten. Der hat doch einige Dokumente unterschrieben, die wir schon gelesen haben. Interessant. Hier haben wir noch mehr. Totenschein. Name der verstorbenen Person, Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 52. Ist das immer überall das gleiche Datum? Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 51 bis zum 24. Februar 52 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 52 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib. Interabdominale Verletzung, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das Folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Okay, Mord wurde ausgefüllt, Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. N. Bone, Blackwood Sanatorium, bla bla. Also, das hat der Doktor ausgefüllt, indem wir da gerade eben, wo wir gerade eben den... das Etikett gefunden haben. Zusätzliche Anmerkung: Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend von Angreifern gegessen. Und das werden sehr wahrscheinlich die aus der Mine sein, die verschütteten. Und diesmal mit Leiche. Oh, Scheiße, ist das krank. Wirklich krank. Wow, ganz lecker. Mir ist zwar nicht klar, wie die Ratte da ins Kühlfach gekommen ist, aber okay. Das sieht doch gut aus. Eine Lochkarte. Und damit wohl unser Zugang. Okay, sehen wir mal. Okay. Ich glaube, hier sind wir durch. Können wir nochmal Hallo sagen. Na, Klappermaul, wie läuft's? Alles klar? Auf geht's. Hier ist nichts. Sicher, dass da nichts war? Hier ist tatsächlich nichts. Na gut. Dann mal weiter. Hier ist ein Rollstuhl. Und hier geht's wieder nach oben.
Bist du bescheuert? Okay, wir haben gerade den Typen gesehen, der da hinten reingegangen ist. Was für ein reizender Psychobau. Aber die Hunde sind bestimmt immer noch da. Was jetzt? Okay, jetzt sind wir offenbar wieder unten. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß es nicht. Ist das wieder der Ausgang? Nee, Moment, das ist... Ich verstehe. Aber hatten wir hier alles abgegrast? Na, na, geh durch da. Waren wir hier echt fertig? Ist da hinten noch was? Hier ist doch bestimmt noch irgendwo was. Da zum Beispiel. Eine Kamera, die wurde doch schon erwähnt. Die wurde doch diesem Reporter abgenommen. Ansonsten ist hier nichts. Hier ist auch noch was. Aber hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Hier ist das Safe. Hier waren wir schon. Und demnach bleibt uns wohl keine Wahl und wir müssen da hinten durch. Sollte mit der Lochkarte ja kein Problem mehr sein. Lag da noch was? Nee. Okay. Zumindest haben wir gesehen, dass der Typ nach hinten gegangen ist. Ja, dann mal rein in die gute Stube hier. Was? 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 Okay. Okay. Kasparov. Kasparov. Ruhig. Ja, Kasparov. Was bitte sollte ich da gerade machen? Hab ich keine Ahnung, aber der Hund hat sich offenbar beruhigt. Vielleicht
können wir den ja streicheln. Wo ist denn der? Zurückweichen oder annähern? Der könnte uns fressen, oder? Das ist ein Wolf. Lass mal lieber. Ganz brav. So ist es brav. Sehr schön. Okay. Wir schauen uns um. Da blinkt was. So, was haben wir denn hier? Eine Jacke. Genau, ist kalt. Aber das war noch nicht alles, wie es aussieht. Komm schon! Komm schon! Was sieht der Kollege denn? Ah, eine Knarre sieht er da. Geschickt, geschickt. Gut. Ja, die können wir gebrauchen. Sehr schön. Kann fast nichts mehr schief gehen. Hier kommen wir natürlich nicht rein. Okay. Da blinkt auch irgendetwas. Was für ein Freak. Hinweis entdeckt, Ausschnitte. Eine Karte des Bergs mit Sichtungen und kürzlichen Fällen verschollener Personen mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Bigfoot haben wir da oben. Darf natürlich nicht fehlen. So, was haben wir hier? Da ist der reingegangen, ne? Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Ist hier noch was? Da ist eine Kiste. Ja, aber macht das nicht. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Das ist eine gute Idee. Und das können wir gleich mal austesten. Ich frage mich nur gerade, wo der zweite ist. Der erste, der liegt ja da. Ich glaube, hier ist auch noch was. Gehen wir mal hin zu dem Wolf da. Gib ihm mal Happa Happa. Ja, sehr gut. Ja. Ganz brav. Ruhig. So ist es brav. Sehr schön. Sehr schön. Den Hammer. Wir hatten eine Schmetterlingseffekt-Aktualisierung, die ich mir gerne anschauen möchte. Der beste Freund des Menschen. Mike hat den Wolf nicht getreten. Ach, wir hätten ihn treten können, aber wie? Das habe ich nicht ganz verstanden, was wir da hätten machen sollen. Mike hat einen Freund gewonnen. Okay. Sehr schön. So, und dann hatten wir da, glaube ich, noch irgendetwas. Ja, es blinkt auch. Er raucht also. Ja, und wir haben schon mal Zigarrenstummel gefunden in der Mine.
Ich befürchte. Ist da noch was? Da hinten ist noch ein Durchgang möglicherweise. Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt durch diese scheiß Tür da. Nee, hier kommen wir nicht durch. Okay, wir müssen tatsächlich durch diese Tür da hinten. Dann machen wir das mal. Hier kommen wir nicht weiter. Okay, wir müssen hier das Schloss zerschießen. Und machen schon mal ein bisschen auf uns aufmerksam, damit er auch weiß, dass wir kommen. Anklopfen muss sein. Diese Lampe ist echt kontraproduktiv hier. Da ist ein Durchgang. Und hier geht es offenbar nach unten. Das überlege ich mir gerade nochmal anders. Wir gehen nochmal zurück. Und schauen lieber hier nochmal. Hier ist aber nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier rum. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier irgendwo... Da. Wundermänner. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Ein gerahmtes Foto der Bergarbeitergruppe, die 1952 nach einem Einsturz gerettet wurden. Laut der Plakette haben alle 12 Bergarbeiter überlebt. Update, es gab 30 Stechuhrkarten aus der Mine. Was, wie darf ich das verstehen mit denen? Es gab 30 Stechuhrkarten. Ach so, es gab 30 Stechuhrkarten und 12 davon haben überlebt. Oder haben mehr überlebt? Oder sind die restlichen da diejenigen, die die Notration waren? Die Wundermänner, die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter. Aller 12. Hier heißt es jetzt aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter. Es müssen aber 30 gewesen sein. Okay. Wir hatten es ja gehört schon in unserer, in diesem Rückblick, den wir da nach und nach zusammensetzen, war die Rede von Menschen, die Menschenfleisch Fleisch essen. Daher meine Vermutung. Okay, wo sind wir jetzt? Hier geht's nicht weiter. Und auch sonst ist hier nichts. Also wir müssen da hinten hin. Hier vielleicht noch irgendwo ein Hinweis oder irgendetwas. Nein. Hier ist wieder eine Tonne, die wir uns wahrscheinlich irgendwie zurechtschieben können. Wir gucken aber erst nochmal hier vorne. Aber ich glaube, hier geht es nicht weiter. Gut, dann die Tonne.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hoff. Das ist doch jetzt nicht das, was wir gesehen haben, oder? Komm, geh in Deckung, du Arsch. Und damit sind wir auch erstmal wieder am Ende der Folge angekommen. Und das Ende macht mir ein bisschen Angst, denn wir haben in einer der ersten Folgen ein Totem gefunden, wo einer von unseren Teenager-Freunden im Feuer umkommt. Und ich frage mich, ob das möglicherweise diese Stelle sein könnte. In der nächsten Folge geht es dann mit Matt und Emily sowie Samantha weiter. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.